Seht ihr hier zwischen diesen beiden Bäumen? Da steht noch eine krause Glucke. Ja, sehr schön. Gut, es muss gewaschen werden, das ist klar. Ich mache jetzt das hier mal zu. In diesem Topf kochen Kartoffeln. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Also in diesem wunderbaren Gerät befinden sich Zwiebeln, grob geschnitten, und Kurkuma frisch. Frisch geputzt, eine wunderschöne junge krause Glucke. Zu den Kurkuma-Zwiebel-Gemisch kommen noch ein paar geschnittene Karotten dazu. Die Kartoffeln sind jetzt gut, nach 10 Minuten. In einer Pfanne werde ich jetzt gutes Kokosfett andünsten, heiß machen wir nicht. Und die krause Glucke, aufgrund von ihrer Konsistenz, kann man die ja so ein bisschen zupfen in Teile. Ja, das reicht erstmal. Währenddessen werde ich jetzt Brennnesselblätter einsammeln
Und die kommen jetzt zu der großen Klippe dazu. Zwiebeln und der kleingemahlene Kurkuma dazu. Ich würze das jetzt mit getrocknetem Gemüse und da ist ein bisschen Salz dabei. Und jetzt lasse ich das durchgaren. Und ja, in ein paar Minuten ist das Essen dann fertig. Vielleicht hole ich jetzt noch ein paar Brennnesselblätter, damit ein bisschen mehr Grün im Essen ist. Ich habe noch ein paar Brennnesselblätter aufgetrieben. Ich stecke das jetzt ab. Für eine Weile. Das Essen ist jetzt fertig. Es gibt Kartoffeln mit Kurkuma frisch, Zwiebeln frisch, Karotten frisch und angedünstete krause Glucke. Dazu Brennnesseln. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch beim Ausprobieren viel Erfolg und guten Appetit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Ganz vergessen hätte ich jetzt beinahe das gute Kürbiskernöl.